Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Hier diesmal Außenladen, das Intro. Wir testen die größte Dönerkette der Welt. Sie ist nach Deutschland gekommen, nach Stuttgart. Erster Laden hier am Start. Ich habe hier was in der Hand, ihr wisst noch nicht was. Doch, ich sag's, es ist ein Döner-Taco. Wir haben hier heftige Sachen am Start. Gönnt euch das Video. Boah, ich bin geflasht. Drei geile Runden bei der größten Dönerkette der Welt. Viel Spaß. 215 Filialen hat ihren ersten Döner in Deutschland aufgemacht. Hier in Stuttgart. Und den werden wir jetzt abchecken. Wir werden das safe zwei Runden machen. Ich war vorhin schon da, hatte noch nicht auf. Die haben der Gerät da, die haben Hähnchen da, die haben Kalb da. Scheiße, ey, das knistert hier schon wieder. Ich sehe das schon wieder, dass mich das aufregt. So, ja, hier ist er. Da ist am Start. Ich muss gerade was mit meiner Jacke machen. Ich merke schon wieder die Nerven des Todes. Ich schneide hier gleich den Scheiß hier ab hier oben. Da ist der Kollege. Den werden wir testen. 215 Filialen, Leute. Die größte Dönerkette der Welt. Da ist er schon. Hi. Vorhin hatte ich schon mal eigentlich gesprochen. Ich hoffe, da spricht jetzt einer Deutsch. Ich habe auf Englisch ein bisschen. Ich bin jetzt Englisch-Profi geworden, habe ich schon mal angetastet. Will natürlich auch irgendwie erfragen, wo sich das Ganze unterscheidet. Weil ich glaube, das ist eine Kette, die ursprünglich aus der Türkei kommt. Was sie vielleicht anders machen als wir Deutschen hier. Und da habe ich so einige Fragen, die mir auf den Rippen rennen. Oder eigentlich fällt mir nur die eine ein, aber bestimmt kommt gleich noch eine. Die Jacke. Ich werf die gleich weg. Ich tue die hier in die Ecke gleich. Ich gehe ein T-Shirt heute raus. Also bevor ich gleich sag ich mal, den Kollegen mit Fragenlöcher. Ich sehe schon mal direkt Diagnose. Fleisch sieht ganz anders aus. Ganz anders. Gefühlt self-made kann es natürlich nicht sein bei so einer Kette, aber von der Optik, also gefroren ist es, das sehe ich, aber es sieht ganz anders aus. Du siehst das Fleisch, flasht mich gerade. Sieht ein bisschen, wie gesagt, wie ein gefrorener self-made-Spieß aus. Es gibt ja auch gefrorene self-made-Spieße. Oben, da ist ja so eine Fettschicht drauf, so ein Fettnetz. Das ist Lamm aber wahrscheinlich, ne? Lammschicht oben, auch Lammfett. Okay, stark, stark. Guckt euch mal das an. Sieht schon sehr special aus. Und der schneidet, der Gerät. Hier haben wir auch Hähnchen noch. Der Gerät ist mächtig am Arbeiten. Und hier das Fleisch. Sieht schon sehr nach Kette aus, ne? Die ganzen Schilder und so. Alles, die wissen schon, wie, denke ich mal, die Kaufverhalten aussehen, was zum Kauf anregt, wie sie ihre Werbung gestalten müssen. Sonst wären sie nicht so groß geworden. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und das sieht schon sehr so, ich möchte jetzt nicht sagen McDonald's-Style, aber ihr wisst, was ich meine. Schon sehr so Fastfood-Kettenmäßig aus. Boah, aber auch Preise, ne? Die sind stabil. Also Medium 59, Large 59. Ich sag's ja immer wieder, wenn du Mercedes haben willst, kannst du nicht für einen VW bezahlen. Die Preise sind gestiegen, wir müssen uns dran gewöhnen. Es ist so, und da muss man sich die Frage stellen, will ich was Gutes haben, muss man ein bisschen mehr ausgeben. Das aber beiseite gestellt, ich weiß dann noch nicht, ob es was Gutes ist. Zumindest vom Geschmack auch noch nicht. Das werden wir jetzt gleich in Erfahrung bringen. Sogar mit Cheese, Cheddar, Mixed Wrap. Ihr habt auch normal Döner, einfach ein Brot, oder? Gibt's auch ganz hinten. Ganz hinten, ne? Ist das? Wir haben ja auch Special. Ja, was ist Special Brot? So ein Brot kenne ich eigentlich nur aus türkischen Restaurants. Wird das klein geschnitten, wird auf den Teller gelegt, auf den Döner-Teller. Sieht schon ganz geil aus. 59 kostet Döner, ne? Okay, Döner 59. Den Preis muss er natürlich auch wert sein. Weil wir machen, glaube ich, drei Runden. Einmal Chicken, Döner, einmal Kalbsdöner, einmal Taco. Und Taco. Döner-Taco, das machen wir zum Schluss. Wir fangen an mit einem Hähnchendöner, dann Kalbsdöner, dann machen wir Taco. Taco auch sehr interessant. Das ist eine Ansage, das ist der Geschmack, den du suchst. Hier oben kann man schon schön snacken noch. Hier unten kann man dann essen. One chicken kebab first, please. Yes, in this one. Aber ihr habt andere Anbieter, Atalay. Ja. Ihr braucht der Gerät macht keine Fehler. Kein Fehler. Der ist vor euch im Laden. Ah, da wird noch mal so. Sehr basic, auch wie ihr seht. Kein normales Salatsortiment wie bei uns. Pommes kommen auch rein, interessant.
Also ihr seht ganz anders. Würzige Soße, normale Soße in seinen Worten. Also ich denke mal so Joghurt, Tzatziki, Mayonnaiseartig. Und das haben wir nur bei Kattik, diesen saftigsten Döner Deutschlands gesehen, mit so einer Tomatensoße drin. Kein normaler Salat, beziehungsweise nur Zwiebeln, Pommes drin, Gurken drin. Sie machen es wirklich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil es ja aus der Türkei kommt, originalgetreu. Das ist nur die Frage, passt es dem europäischen Gaumen? Viel Spaß bei Runde 1. Ich bin so gespannt. Scheiße, ey. Ich habe direkt wieder vergessen aufzunehmen. Ey. Nicht drauf gedrückt. Kriege ich das wieder zusammen? Kategorie Brot, du fässt es an wie eine Wolke. Ganz leicht, nicht so wie ein Stein. Dementsprechend wird sie... Das passiert, wenn man ein zweites Mal aufnimmt. Manche Brot fässt sie an und boom, das fällt dir gefühlt mit so viel Gewicht nach unten. Ganz leicht habe ich prognostiziert, was ich jetzt auch sehe, ganz luftig von innen. Nichtsdestotrotz kross. Und du schmeckst auch die krosse Kruste. Gut gemacht. Was du als erstes auch hast, sind die sauren Gurken. Du merkst die sauren Gurken direkt. Das kommt sofort in Geschmack. Gut mit den Gurken. Leichte Süße. Also generell leichte Süße im Döner. Fleisch steht ein bisschen unter, aber gar nicht negativ. Nicht, dass ich es jetzt vermisse. Generell vom Mundgefühl. Wie eine Feder, wo ihr reinbeißt, boom, die sich wieder aufspannt. Sehr neuer, interessanter Biss. Jetzt kommen die Pommes. Jetzt kommen die Pommes reingeschossen. Interessant. Mit einem Glück nicht diese Matsching-Pommes. Da wirklich ein wohliger, geiler Pommes-Geschmack. Und ohne, dass du ihn vom Biss schmeckst. Aber der Geschmack kommt geschmeidig reingeschossen. Jetzt kommt die Zwiebel, vor allem die Schärfe von der Zwiebel. Eine richtig bissige Zwiebel haben die gewählt. Kräuterlastige Tomatensauce. Schönes Kräuterfeeling noch. Positiv überrascht, wirklich. Ich sag weiter, wir sehen uns bei Runde 2 mit dem Kalbsdöner. Habt ihr gut gemacht, wirklich. Geile Kombination. Also ich rede gerade noch mit den Jungs, gut gemacht. Auch was ich eben noch nicht auf Kamera gesagt habe. Schwierig ist es immer, wenn man verschiedene Soßen hat. Die müssen sich auch ergänzen. Ich habe letztens im Video so gesagt, das ist wie Farben. Du mischst Farben zusammen und das muss eine geile Farbe geben und nicht irgendwie da was aussieht wie Kaka oder so, weißt du? Das habt ihr gut, die Soßenkombi. Geil, auch mit der Tomatensauce. Traum. Ich würde einen Kalbsdöner jetzt direkt einmal probieren. In German, I explain it, you mix colors and get a new color from different colors. The new color is born. Your sauces, same like this. You create good sauces, mix it, and it's a new smell in my mouth. And it's a very good smell. This is the original. Original. Bitte lass die Kamera laufen. Hab ich das nicht heftig auf Englisch gesagt? Englisch ist gut. Yes? Oh, danke, Bruder. Oh, das war der beste englische Moment, den ich hatte in meinem Leben. Geil. Oh, er macht schon wieder meinen Döner hier. Ich habe euch gesagt, ich habe Englisch gelernt. Ich habe euch das gesagt. Ich war beim Englischkurs. Ich wollte es nicht verraten. Exactly the same, please. Hier ist der nächste Kollege. Ihr habt gesehen, er hat ihn noch mal auf den Grill gelegt. Das merkst du außen bei einer ganz krossen Hülle. Und das ist geil, das ist ein kleiner Step, den darfst du nicht vergessen und der tut dem Produkt gut. So, pass mal auf hier. Jetzt kalb. Also das Einzige, was ich bemängeln würde beim ersten Mal, war der fehlende Fleischgeschmack. Hab direkt über meine Bewertung nachgedacht, die kriegt ihr nachher noch. Kam erst auf eine ziemlich hohe Bewertung, bis mir auch einfiel. Eine Sache fehlt, und das war der Fleischgeschmack, der leider unterging. Aber die Gesamtkombi war trotzdem saustark. Geil mit der Gurke, geil mit den Soßen. Du hast etwas Neues, du hast was Durchdachtes. Seht es ein bisschen wie ein kleines Konzert. Dieser Döner hat einige an Instrumenten, die ein schönes Lied spielen. Ohne sich zu verspielen. Das muss durchdacht sein, das muss komponiert sein und das muss aufeinander passen. Und das ist bei dem Döner so. Leider fehlt ein Instrument, zumindest eben, und das ist das Fleisch, weil sonst war das super. Es gibt halt auch Gerichte, die haben nur zwei Instrumente, aber sind trotzdem sau stark, weil sie basic sind und das perfekt machen. Hier spielen viele Instrumente, das machen sie auch gut, muss man sagen.
die Tomatensauce ist Welt. Das Kalbsfleisch hat wiederum intensiveren Geschmack. Würzig und fleischig, aber eins, was ich vermutet habe, auch kleine Sehne. Kann passieren, ich sehe das nicht mehr so eng. Bei so einem Industrieprodukt sehe ich es enger, sage ich mal so, als bei einem Selfmade-Produkt. Beim Selfmade-Produkt ist es kaum zu vermeiden. Japan-Spieß, jedes Tier ist anders passiert. Da sollte es weniger passieren, als wenn ihr jetzt zum Laden geht, der einen Selfmade-Spieß macht. Da kann man es mehr verzeihen beim Selfmade-Spieß. Pommes unterschwellig rein. Brot ist auch sehr interessant, bringt einfach Spaß zu essen. Da hast du diesen Kaueffekt, weil der sapschig, ich sage mal, falsch ausgedrückt, das passt eher auf dem Burger. Aber so, du kaust dich da rein, von bisher bringt es einfach Spaß zu essen. Ich nenne es mal ein bisschen zäh im Biss, aber positiv gemeint. Besser kann ich es nicht ausdrücken. Also das Brot jetzt, ne? Das Brot. Tomatensauce ist Trumpf. Ich will nicht zu lange labern. Snack noch ein bisschen weiter. Wir sehen uns bei Runde 3 beim Taco, was die so angekündigt haben, mit Käse. Snacken wir und dann kommt direkt die Bewertung. Ihr kriegt ja bestimmt die Spieße auch aus der Türkei, ne? Kommt von hier, Produktion hier. Ja, aber die Kette kommt aus der Türkei eigentlich, ne? Ja, ja. Von hier. Ja? Und macht ihr da irgendwas anders als andere oder ist das, sag ich mal, ähnlich? Da war verschiedene. Hackfleisch auch überall. Alles. Wie überall anders, ja. Okay. Wie viel Prozent Hack weißt du nicht, ne? Wir haben keinen Hack. Gar kein Hack? Nein. Gar kein Hack? Ah, ist nur Scheibenfleisch. Also ich muss da auch noch mal sagen, gerade bei den Scheibenfleischdönern, desto mehr ein Spieß in die Richtung Japra geht, wo wirklich kein Fleisch gewolft wird und zum Schluss einfach nur noch so ein homogenes Produkt da am Spieß hängt, desto größer ist auch die Gefahr, dass man den Sehnen hat. Das kann passieren, ihr müsst es einfach so sehen. Da stehen auch Menschen, die sortieren das alles aus, die entfernen die Sehnen. Und jedes Tier ist anders. Du kannst nicht jede Sehne entfernen, das ist nicht möglich. Ihr werdet in jedem Döner irgendwann mal, der 100% Japra ist, eine Sehne haben. Ist nicht zu vermeiden und dementsprechend kann man das so auch verzeihen. Ich habe vorher gar nicht gecheckt, dass es 100% Japan ist, weil man es von der Optik gar nicht erkennen kann. Aber Dennis, man muss es verzeihen, Leute. Es geht hier nicht. Wird irgendwann mal passieren. Ein Taco würde ich nehmen. Ja. Taco, ja, mit Hähnchenfleisch. Macht nichts. Kannst du so geben. Schmeckt ja genauso. Ich bin schuld, sagt er. Danke, mein Lieber. Taco am Start. Oha. Es bockt schon. Es bockt schon. Der Käse sieht ja eher aus wie ein Cheddar, finde ich. Schmeckt aber wie ein Gouda. Kein Plan, ob das Quali ist oder nicht. Du kannst mit etlichen Mitteln tricksen, um den Geschmack zu retuschieren. Aber vom Geschmack her ist er gut und schmeckt wie ein wirklich normaler Gouda. Aber ein guter Gouda, passender Gouda zu dem Produkt. Muss man auch mal in den Taco reinfühlen. Taco an sich sehr unscheinbar. Man knuspert sich quasi durch. Der Geräthaber im Hintergrund, das ist quasi das gleiche Produkt wie zuvor, nur dass der Fokus viel mehr auf den Inhalt gelenkt ist. Du wirst nicht vom Brot abgelenkt, sondern du bist nur mit den Gedanken beim Inhalt und zum Schluss auch beim Käse. Der Käse, wirklich, ich bin ja nicht unbedingt ein Käse-Fan bei so einem Produkt. Ich bock wirklich dazu, ist wirklich gut. Vielleicht die Oregano-Note und das Fleisch. Das Fleisch kommt jetzt endlich mal ein bisschen mehr zur Geltung. Man hat zumindest mal wirklich Fleischgeschmack. Du schmeckst das Hähnchen, ich habe hier jetzt ja Hähnchen genommen. Du schmeckst es, ist präsent. Zum Ende ein bisschen trocken, auch mit dem Taco. Ein leichtes, trockeneres Feeling. Das war bei den ersten Produkten nicht so, weil da halt die Tomatensauce auch noch reingepfeffert haben. Zur Bewertung. Ja, da oben noch die Tacos, Leute. Alter, die fahren hier aber auf. Hör mal auf, du. Aus dem Schwarzwald das Wasser. Das schmeckt.
zur Bewertung, Leute. Komm, wir setzen uns hier mal entspannt auf eine Bank und machen hier mal eben Bewertung. Jetzt war ich ja schon wieder die ganze Zeit im Zoom hier. Da kann so viel passieren bei so einem Video, das glaubt ihr gar nicht. Sound, Ständer vergessen. Oh, chillig. Ein bisschen den Mund noch waschen hier. Los, haben gebrannt in mein Gesicht. Pass auf, Leute, eindeutige Nummer. Boah, den ganzen Kram von vorne nicht mehr zurecht schwafeln. Kurzfassung, ersten beiden Döner. Geiler Soßenmix, wirklich eine Komposition. Kann mir vorstellen, dass die Kette wirklich noch was wird bei uns. Erster Laden in Deutschland. Das Einzige, was gefehlt hat, war das Fleisch. Und Fleisch ist natürlich so ein großer Punkt beim Döner. Das Fleisch war nicht überragend, es war aber ausreichend für einen guten Döner, aber nicht für einen sehr guten. Für die ersten beiden Döner würde ich jeweils eine 8,2 geben. Nein. Dafür ist das Fleisch nicht gut genug. Ich gebe eine 8,1 für die ersten beiden. Ich gebe eine 8,1, das haben sie verdient. Aber mehr wirklich mit zwei Augen zuzwinkern. Wir sind wohlgemerkt im Nicht-Selfmade-Ranking. Ne? Mit anderen Fleisch wesentlich höher, weil die Kombi einfach super geil ist. Aber wenn man sich aufs Fleisch und zurückruft, kannst du nicht höher geben. Für einen Taco gebe ich 7,5. War so noch ein bisschen das Trockenheitsfeeling. Und das Brot, finde ich, war ein guter Ausgleich zum würzigen Fleisch und den ganzen würzigen Zutaten. Und dadurch, dass das gefehlt hat, war es ein bisschen zu aufdringlich im Geschmack. Aber immer noch stark. Das Ding kann ich jedem empfehlen zu testen. Gerade die, die nicht so viel Wert legen auf Selfmade, sondern eher einfach Geschmack und Explosion. Geiles Ding. Danke fürs Zuschauen, Leute. Lasst mir gerne den Daumen oben so richtig scheppern, meppern. Lasst einen Kommentar da, was ihr zum Video sagt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr schon so lange am Start seid bei mir. Dicker Kuss an euch.